Hallo liebe Fitnessfreaks da draußen, willkommen in unserem nächsten Home Workout für euch, damit ihr in Bewegung bleibt. Wir machen alles, damit keiner am Sommer am Strand mit einem Nicht-Sixpack liegen muss. Ja? Was haben wir heute vor? Wir wollen ein Workout machen, ein ganz bekanntes Workout, Emmy. Das ist eine klassische 50, 40, 30, 20, 10 aus Double Unders und Sit-Ups. Die Skalierung gehen wir nachher im Einzelnen nochmal durch. Wir haben davor einen Strength-Part. Wir wollen heute Single-Leg-Glute-Bridges machen. Und zwar 3x 12 bis 15 pro Bein. Ja, nach jedem Mal, wenn wir links und rechts gemacht haben, machen wir eine Minute Satzpause. Und dafür haben wir ein kleines Warm-up auch vorbereitet, das wir euch gleich im Video kurz anzeigen werden. Und das ist das Workout heute. Viel Spaß dabei. Gut, unser Warm-up besteht aus 8 kleinen Intervallen, 30 Sekunden Belastung, 5 Sekunden Pause, immer um die Übung dann zu wechseln. Ich starte den Timer und mache die Übung mit euch zusammen durch. Unsere erste Übung wird gleich sein, Fußgelenke mobilisieren. Ja, wir brauchen das für unsere Double Unders. Dazu einfach auf der Stelle, ja, ganz kleine Skippings. Ihr müsst die Knie nicht sonderlich hochziehen. Einfach nur von der Fußspitze zur Ferse abrollen. Ganz locker die Fußgelenke vorbereiten. 30 Sekunden, wir haben gleich 15. Dabei könnt ihr der gute Launebär sein. Ihr könnt auch ganz in Ruhe genießen, mitmachen. Habt einfach Spaß an der Bewegung. 3, 2, 1. Gut, danach machen wir einfach ganz schlichte Sidejumps. Einfach nur von links nach rechts und es geht los. Hat jeder vielleicht schon mal einen Rocky-Film gesehen? Noch 10 Sekunden. Okay, als nächstes haben wir Jumping Jacks. Bringt die Hände über den Kopf zusammen, jagt hier in die Hüfte, links und rechts vom Oberschenkel auf. Das kommt schon ein bisschen in Gang. Super. Als nächstes Double Tap Jumps. Das wäre auch die Skalierung, falls es mit den Double Unders noch nicht so klappt. Zwei Schläge, ein Sprung. Gut, wir bereiten noch den Rumpf ein wenig vor, gehen in die Front Plank, Po anspannen, Rumpf festmachen, lieber ein wenig mehr in die Brücke gehen, Hals im Hohlkreuz durchzuheben. Soll ich das schwere Atmen wegschneiden? Das schwere Atmen kannst du drinnen lassen. Das zeigt mir mal, dass es ein gutes Warm-up ist. Gut. Geht von da gleich in die Side Plank. Könnt euch den Arm aussuchen. Wir machen hier beide Seiten. Alles nur, um den Rumpf ein wenig zu aktivieren, weil wir gleich auch bei den Glute Bridges immer einen schönen, starken Core haben wollen. Haltet hier euren Ellbogen schön unter der Schulter. Super. Bleibt im Rumpf gerade, knickt nicht nach hinten weg. Schön eine Linie bilden von Schulter über Hüfte zum Sprunggelenk.
Wunderbar. Super. Das war schon das kleine Warm-up. Oh, bin ich zu dicht dran? Ja, ja. Das war schon das kleine Warm-up. Jetzt hättet ihr nochmal so ein, zwei Minuten Zeit, mal richtige Double-Unders zu springen oder euch mit Single-Unders einzuspringen, weil wir die nachher im Workout brauchen. Kleiner Tipp noch für das Workout selbst, wenn ihr nachher die Sit-Ups macht, habt vielleicht ein Handtuch bei euch, dass ihr drunter legen könnt, aber die Übung gehen wir gleich nochmal durch. Der Kraftpart, ja, wir wollen 3 Sätze machen, 12 bis 15 Wiederholungen, Single-Leg-Glute-Bridges. Dazu gehen wir in Rückenposition, ja, die normale Glute-Bridge wäre einfach nur Po anheben, Rumpf ist stabil, in dem Fall wollen wir das einbeinig machen. Also bringt einfach die Oberschenkel parallel zueinander, drückt euch hoch, klemmt die Pobacken zusammen, lasst wieder ab. Ihr könnt zur Not euch ganz ablassen und wieder rausdrücken oder leicht schweben bleiben. Und das Ganze wollen wir 15 Mal machen. Auch hier schöne Linie von Schulter über Hüfte bis mindestens zum Knie. Ja, dann wechselt ihr die Seite nach 12 bis 15 Wiederholungen. Und dann habt ihr eine Minute Satzpause. Das Ganze macht ihr 3 Mal. Das ist schon unser Kraftpart. Wenn ihr das ein bisschen schwerer haben wollt, könnt ihr euch optional noch ein Gewicht auf die Hüfte legen, vielleicht einen schweren Rucksack, eine Wasserkiste, was ihr zu Hause habt. Dementsprechend wird dann euer Gluteus noch ein wenig mehr gefordert und macht euch einen schönen Knackpo und auch euer Rumpf muss ein wenig mehr leisten. Lasst den Hals ganz normal aufliegen, ganz entspannt. Ja, versucht dann nicht irgendwie noch eine Nackenpresse einzubauen. Gut, wenn ihr den Kraftpart habt, dann sind wir wie gesagt im Workout Any, eine 50, 40, 30, 20, 10, bestehend aus Double Unders, einmal springen, zweimal drehen, ich hole ganz schnell mein Seil. Bin ich wieder. Locker aus den Sprunggelenken raus. Lockere Handgelenke, Atmung, so gut es geht, ruhig halten dabei. 50 Stück. Wenn ihr das dann gemacht habt, wollen wir Sit-Ups machen. In der Regel machen wir immer unsere Butterfly-Sit-Ups. Fußsohlen zusammen. Wir tippen hinter dem Kopf auf, sind schön über die Wirbelsäule abgerollt. Nutzen die Arme, um uns ein wenig nach vorne zu ziehen. Tippen vor den Füßen auf. Schulter ist kurz vor den Hüften. Das Ganze dynamisch. Ebenfalls 50 Mal. Solltet ihr eine Skalierung brauchen, wäre das in dem Fall Double Tap Jumps und Single Unders. Bedeutet, bei der ersten Wiederholung von 50 würdet ihr 25 Double Tap Jumps machen, also einen Sprung, zwei Klatscher. Ja, und dann nochmal 25 Single Unders machen. Also ihr splittet die Wiederholungszahl immer, ja, zur Hälfte auf. Hälfte Double-Tap-Jumps, Hälfte Single-Unders. Ja, und wer bei den Sit-Ups Probleme haben sollte, weil er sich vielleicht den Steiß aufschuppert so ein bisschen, entweder ein Handtuch drunter packen oder ihr könntet auch ganz normale Crunches machen, indem ihr lange Arme Richtung Knie macht. Das ist natürlich vom Bewegungsradius ein wenig kürzer, etwas schneller, habt dementsprechend wahrscheinlich eine schnellere Workout-Zeit. Ja, ansonsten ganz normal Butterfly-Sit-Ups. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Workout. Postet eure Zeiten, habt Spaß dabei. Ich hoffe, eure Nachbarn verzeihen es, dass ihr ihn auf den Kopf rumspringt. Ansonsten ist das ein super Workout, was man auf kleiner Fläche im Park, auf der Terrasse oder wo auch immer machen kann. Ja, vielleicht habt ihr eine kleine Yogamatte dabei, dann ist das gar kein Problem. Viel Spaß!